Moin und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ja, in der letzten Folge wollten wir eigentlich hierhin und den alten Pilzsammler suchen, Balen. Und dann kam plötzlich dieser komische dicke Pilz dazwischen hier, der hier stand. Der andere Sovereign, ne, nicht er hier. Und wollte wissen, ob wir die Dürger alle umgebracht haben. Dann dachte ich, ja klar, zeig's ihm das mal. Damit er sich sein neues Volk da wieder aufbauen kann. Seine neue Gesellschaft da wieder aufbauen kann. Weil er wurde ja mehr oder weniger völlig zerstört von den Dürgern. Und dann ist er bloß losgerannt. Hat sich davon überzeugt, dass die Dürger alle tot sind. Und dann hat er die erste Idee, die er hat, ist, jo, bitte bring doch ihn hier und alle anderen Pilze um, damit ich da zum König werden kann. Dann haben wir kurz drüber nachgedacht. Seine Begründung war, ja, als sein Volk zerstört wurde, hat er hier nur zugeguckt und nichts gemacht. Ist natürlich scheiße. Aber trotzdem, er war gut zu uns. Er hat uns hier belohnt. Er hat uns hier. Wir haben ihm gerade geholfen. Und nur weil der andere sagt, er ist doof, rennen wir jetzt nicht los und schlachten das ganze Dorf hier ab, ne? Zumindest nicht mit ihr. Ne? Das ist. Ne? Wir sind hier eine relativ. Also wir sind jetzt nicht mega neutral, aber wir sind ein bisschen auf dem guten Wege. Aber wir machen auch ein bisschen was Finsteres, kein Thema. Ne, wir sind ausgeglichen, aber das ging zu weit. Ne, wir können nicht einfach nur, weil er jetzt was Neues haben möchte, das ganze Dorf hier umbringen. Geht nicht. Haben wir gesagt, wir waren sogar diplomatisch und haben gesagt, da wollen wir nichts mehr zu tun haben, wir halten uns raus. Aber das hat für ihn schon ausgereicht, um uns anzugreifen. Ja, also mussten wir ihn töten. Nützte ja nichts anderes. Und so schwer war er gar nicht. Ja, des Weiteren sind wir letzte Folge gestiegen. Wir sind jetzt Stufe 6. Und das bedeutet, dass wir ein paar neue Sachen können. Mein Gott, das ist eine ganz schöne Liste mittlerweile, ne? Und wir haben jetzt Manifestation des Geistes und sowas, ne? Das bedeutet, ist das hier? Ne, das ist ein Passivwert. Wir können passiv einstellen, ob wir entweder psychischen Schaden, gleißenden Schaden oder nekrotischen Schaden nebenbei noch machen, wenn wir waffenlos kämpfen. Gleißender Schaden ist ja was für sehr, sehr gute Charaktere. Ne? Also alles, was mit Licht und Sonne zu tun hat, sind ja gute Götter, so wie Selune und Latanda und wie sie alle heißen und Ilmata. Und nekrotisch sind ja eigentlich die bösen Götter, ne? Sowas wie Talos, Shah und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Gott des Todes heißt. Keine Ahnung. Also haben wir natürlich die goldene Mitte genommen und nehmen den psychischen Schaden. Aber das werden wir natürlich von Feind zu Feind, von Gegner zu Gegner auch ändern, ne? Je nachdem, was für Resistenzen die haben. Dann war da noch etwas, das muss ich mal ganz kurz lesen, das habe ich fast vergessen gehabt. Wir sind jetzt in der Lage, Resistenzen zu umgehen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Günstige Ausgangslage. Was ist das denn? Auf den ersten Angriffswurf oder Attributswurf, den du gegen ein beliebiges erhältst du einen Bonus in Höhe des. Aha, okay. Geübt, Gelegenheit, Geschossabwehr, gesegnete Gnade. Kreatur, also das ist irgendwie Ring und so. Kampfkunst, waffenlos, geschickt, KI-verstärkende Schläge. Deine waffenlosen Angriffe zählen beim Überwinden der gegnerischen Resistenz oder Immunität gegen nicht-magische Schadensarten als magisch. Klingt so ein bisschen verrückt, kann ich auch nicht so richtig verstehen. Also die waffenlosen Angriffe. Gegen nicht-magische Schadensarten zählen sie als magisch. Verstehe ich nicht so richtig, muss ich sagen. Muss ich nochmal nachlesen. Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt mehr Schaden. Deutlich mehr tatsächlich. Und wir können uns heilen. Oh, das ist sehr gut. Wir können uns eine Aktion können wir uns heilen und kriegen die Hälfte unserer Keypunkte zurück. 3 Züge lang. Und eine zusätzliche Bonusaktion. Das ist wunderschön.
Ja, bei der Priesterin, also bei der Klerikerin hat sich nicht allzu viel getan. Ein Zauber der Stufe 3 kommt dazu und ein paar Lebenspunkte. Bei Lizelle hat sich was getan. Lizelle hat jetzt einen zweiten, wie heißt das nochmal? Talentpunkt gekriegt da, ne? Genau. Sie ist jetzt, das war ja das erste, was sie hatte, Kampf mit großen Waffen. Und jetzt ist sie noch ein wilder Angreifer. So, das Problem bei ihr war ja, dass sie einfach nie getroffen hat. Ne? Wenn sie trifft, macht sie mega Schaden, aber sie trifft ja nie. Jetzt hat sie wilder Angreifer, das heißt, sie würfelt mit zwei Würfeln und der höhere wird genommen. Dadurch hat sie höhere Chance zu treffen und natürlich auch eine höhere Chance zu kritten. Und sie soll ja kritten, ne? Das ist ja das, worum es geht bei ihr. Die ist ja Meisterschaft. Ne? Sie soll ja kritten. Ne, hier, so. Ja, wie auch immer. Es wird auf jeden Fall besser. Ansonsten haben wir nicht viel gekriegt. Alle haben wieder irgendwelche Klamotten bekommen. Nur wir nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es in diesem Spiel auch ein paar Sachen für Mönche gibt, die man gebrauchen kann. Aber das kommt später, hoffentlich. Jetzt gehen wir erstmal in diese Richtung. Wie gehen wir denn da lang? Hier so rüber, ne? Gehen wir hier so lang und dann da so rüber. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter, tüdelü, dann da lang, alles klar. Proceeding. Nein, falsch rum, da lang. So. Bitte pass auf, wenn du mit deiner Schockwelle da runter springst. Ach, hier sind übrigens ein paar Dürger, die dürfen jetzt hier als Gewächshaus fungieren. So, ich glaube, wir gehen jetzt hier lang, ne? Ja, hier ist gut. So, hier haben wir gerade ein bisschen Schrott verkauft beim letzten Mal. Jetzt gehen wir mal hier runter. Endlich wieder im Underdark. Ohne Pilze, ohne Dürger. Ich meine, das war krass in dieser Schmiede, ne? Das war wirklich ziemlich geil gemacht. Und auch das Schmieden selber war ziemlich geil gemacht. Aber ich bin froh, dass wir mal wieder hier sind. Die Dürger sind auch echt übel. Obwohl ich keine Hoffnung habe, dass es jetzt einfacher wird. So, warte mal. Völlig verkehrt. Völlig verkehrt. So, hier lang. Was ist das denn hier? Waren wir hier schon mal? Gott, was ist das? Hier waren wir noch nie. Wollen wir da runter? Nee, springen wir nicht runter. Nicht ohne Grund. Okay, also das ist. Wir laufen in die falsche Richtung, tatsächlich. So, wir müssen nämlich da lang. Nein! So, jetzt aber. Meine Güte. Sind wir jetzt richtig? Ich werd verrückt. Nein, sind wir immer noch nicht. Ich komme mit dieser Karte hier auch überhaupt nicht klar. Mann, ey. So. Den sammelst du bitte nochmal ein da. Nein, tust du nicht. Kommst nicht dran. Warum nicht? Oh. Das ist ein... Oha. Das ist aber ein großer Vogel. Olga. Entschuldigung, warte mal kurz. Hoppala. Meine Güte.
Also, das ist ein großer Vogel. Wie. Oh, ey, diese Kamera. Jetzt komme ich ja nicht mehr weg. Ich habe mich hier völlig ver. Du sollst da nicht runterlaufen. Ich will da hoch. Ich will wissen, wie ich da hochkomme. Hä? Wieso darf ich da nicht hin? Nicht genügend Platz. Wie komme ich zu diesem Vogel da hoch? Gott, ey. So. Ich will dieses Vogelnest. Lizelle, kommst du da hoch? Und wenn ja... Ist das eine gute Idee? Wie kommt er hin? Oh oh. Ich kann keine gute Idee sein, aber wir machen das. Wo rennst du denn? Das war alles? Okay. Schnell weg. Macht nix. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, ob hier vielleicht noch was ist. Nein. Den nimmst du bitte mit. So. Und jetzt springst du bitte nochmal hier runter. Nutzt ja nichts. Kannst mal kurz ein Tränkchen trinken, ein kleines. Ja, oder noch eins. Da. Ja. Das war das Geheimnis des großen Vogels. Weiter geht's. Hier ist noch dieses tiefe Loch. The hole below you soon plummets into an abyss of impossible darkness. Hallo alleine. Hallo. Your call echoes as it plunges downward before gradually fading away. Das hat bestimmt auch noch irgendeine Bewandtnis. Aber ich weiß nicht welche. Wir gehen jetzt mal hier runter. Das sieht auch krass aus hier, ne? Überhaupt dieser Susu-Baum da, der ist einfach granatengut, ey. Nehmen wir mit. Was hast du eigentlich an? Weisheit. Überleben, ja. trennt euch mal kurz. Da ist er. Und dem geht's nicht gut. Und ich fürchte... Bibberbang. You recognize the name. Bibberbang, a mushroom that releases dangerous spores. Highly flammable. Ei, ei, ei.
Da seid ihr aber in der Zwickmühle, ne? Ja, ich wollte es nur sagen. My bag, please. I've dropped it somewhere. Schrift. Ah. Ja, hochhalten. Ja, komm, mach ich. Yes. That's yes. Oh Gott, mit Stärke. Der wird mich stark machen. Der auch. Aber wir machen es so. Du hast mich nicht im Stich jetzt. Ja, gut. Eine Schriftrolle zuwerfen. Wie machen wir das? Bauen wir da einen Segelflieger draus? Oder? Wir werden sehen. Ah. Oh. I'm fine. Und nu? I just have to. And then. Here. Ja. Hm. Und wo ist jetzt dein Beutel? What's that for discussion? Ah. Ah. Right. As, what were you saying? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Was wolltest du? Habt ihr was auf den Kopf gekriegt? Ihr werdet ganz schön verwirrt. Fine, fine. My mind. Not what it used to be. Ja. I must need to go. For you. Your trouble. Okay. Ta. Ta. Und nu? Du bist weg? Gut. Schriftrolle Unsichtbarkeit. Hm. Ja. J. Wo ist er denn, der Hillpilz-Sammler da? Wir haben ihn gerettet, wir sollten die gute Nachricht überbringen. Ja, ich will mal ganz kurz gucken. Da ist der Rucksack. Die große Frage ist, wenn wir... dass wir da durchkommen, ne? Komm mal einen Schritt zurück. Schieß doch mal auf den da. Ich glaube, wir sind jetzt safe, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob der Rucksack noch da ist. Lassen wir das erstmal. Trockene Würstchen? Was? Noch mehr Nebelschritt? Ah, ich hätte damit zurückkommen können. Na egal. Ne, fuck, würde ich nicht. Wir gucken uns mal hier um. Hier ist der mal weg. Boah, Alter, ganz schön heftig. Die Explosionen hier, ne? Musst du da durchrennen? Ey, du hast sogar die Schaufel hier. Warum nutzt du sie nicht? Das verstehe ich immer nicht. Wieso ist das eigentlich so? Du hast hier eine Schaufel. Irgendwo. Da.
anfangen. Kann sie nicht. Sie kann nicht mit der Schaufel arbeiten. Das ist einfach echt, geht nicht. Dann musst du das machen. Wie immer. Let's move. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Mhm. Bronzebarren. Und ein bisschen Feuer. Wir gucken uns den Rest hier auch nochmal an. Pack die mal ein. Hallo? So. So. Und den auch noch. Und den auch noch. Ach, da liegt ja noch mehr. Bisschen Wein liegt hier noch. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Kerzen machen wir an. Ölbecher. Hm. Echt, hier muss man echt so genau hingucken, ne? Kann man hier runter? Keine Ahnung. Hm, okay. Einmal noch mit durch hier, falls hier irgendwo was noch ist, was wir nicht gesehen haben. Bitte nicht da durchrennen. Gut. Es bessert sich mit euch. Schieß da bitte auch mal drauf. Da bitte auch. Warten wir nochmal ab, bis da alles weg ist. Nicht dadurch. Diese Dämpfe sind echt lange da, ne? No time to dally. So sind die schnell weg. What path lies before me? Müssen wir nur warten, bis das wieder abkühlt hier. Dann können wir uns das nochmal angucken. Nix soweit. Kann man da hoch? Sollte man das machen? Ich weiß es nicht. Spring mal da hoch. Na, noch mal mitkommen. Hm. Jetzt kann man da rüber hopsen. Okay. So hätte man ihn vielleicht auch holen können, ha? Was? Okay. Lizelle, wo bleibst du? Assume nothing. Brauch dich damit. Du bist die einzige, die Lampe hat hier. Onward. Kann man hier einmal am Rand lang oder was? Was mit dir? Du kommst da eigentlich hoch oder was? Doch, schaffst du doch. Was willst du denn? Mit. Gibt's hier irgendwas? Oh, hier ist was. Echt auch wieder nicht zu sehen, ne? Oh. Natur plus 1, Überleben plus 1. Cool.
Hat ihm wohl nicht viel genutzt. Was ist das? Warte mal. Du aber bestimmt, oder? Okay, du auch nicht. Looking ahead. Gibt's hier noch was? Nee, es ging sich nur um ihn hier, alles klar. Was denn? Kommt ihr bitte? Assume nothing. Wits and blades, always sharp. Der Einzige, der es hinkriegt, alleine zu springen, das ist schön. So. Gut, ja, das war dann wohl das, hä? Das wäre mit Sicherheit fatal gewesen, wenn man die Kerzen da angemacht hätte, wenn man es auch irgendwie dahin geschafft hätte. Gut, dann, so sieht das hier aus, alles klar. Sonst noch was zu sehen hier? Nein. Bevor wir uns hier zurückquälen, machen wir das so. Und gehen. Wohin? Also, dieses Pilzdorf ist echt der Hammer. Da verlaufe ich mich jedes Mal. Da sind die beiden. Da müsst, die andere muss doch hier sein. Hier irgendwo. Da. Noble Stock? The Mushroom? I knew I was forgetting something. What? Sorry, love. Absolutely worthless. Oh mein Gott. Na? Wir haben ihn jetzt zurückgebracht. Got my useless old man back. I suppose that's your doing. Yep. His hands are empty as a hole. We'll have to send him back out soon enough. Oh Mann. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Zwischen euch herrscht wohl keine große Liebe. Das lassen wir lieber. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Please, Balin's got a job to do. We can leave when he's done it. Okay, was muss er denn tun? Ihr seid doch nicht ohne Grund hier, oder? Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Okay. Wieso ist er so kostbar? Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Oh. Könnte er seinen Gedächtnisverlust heilen? Probably. But Balin in his right mind wasn't worth half a half of noble stock. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. Was soll das heißen? Oh. Oh. Sie hat ihren Ehemann wieder. Auch wenn es keine sonderlich glückliche Wiederbegegnung ist. Dafür kriegen wir die Handschuhe des des unbefangenen Kushigo. Mein Gott. Kushigos Macht. Der Träger bewirkt zusätzlich 1d4 mit Wurfangriffen. Und mit Angriffen, die mit improvisierten Waffen durchgeführt werden. Meine Güte, das ist auch sehr speziell. 70 years of terror. Ja, nehmen wir an. Das ist eher was für sie. Auch wenn es wahrscheinlich eher was für Barbaren ist, ne? Also ich kann sowas nicht. Ich bin viel, viel zu schwach für sowas. Was hast du für... Spurtet, kriegt er Blitzladungen. Stoßen zählt nicht dazu wahrscheinlich, ne?
improvisierte Waffen. Eigentlich braucht sie das nicht. Weil, was soll sie mit improvisierten Waffen, wenn sie den Prügel da in der Hand hat, ne? Aber der ist gut. Überleben und Natur, tolle Sache. Du schon mal gar nicht. Ja, du auch nicht. Okay. Wir waren zwar gerade erst da, aber hast du vielleicht ein paar geile Ringe? You come across a noble stock mushroom about. Oh, was? You give it here. Gods know I've earned it. Also wenn ich einen Edelstelzpilz finde, dann soll ich ihn ihr bringen. Ich habe ihn gerade schon mal gefragt, aber ja. Ja. Ja, das hatten wir gerade. Also. Hast du geile Ringe? Schlangenzahntoxin. Was war das? Achso, das war das. Ja, ich muss immer doppelt und dreifach lesen, ne? Ich bin immer noch mit dem hier so ein bisschen am... Fünf bis zehn. Das ist nicht ihr Wert, oder? Doch. Du machst doch nicht 3 bis 8, oder? Ist das so? Machst du wirklich 3 bis 8 nur? Was ist das? Nochmal hier. Korrosiver Schlag, 6 bis 11. Oh. Plus Säure. Bewirke zusätzlichen Säureschaden in Höhe deines Übungsbonus. Bei einem Treffer erschaffst du eine Säurepfütze um dich rum, die die Rüstungsklasse um... Das ist geil. Schwächender Schlag, damit haust du ihm die Waffe aus der Hand. 700! Puh. Aber ich finde den ziemlich geil. Und die Sache mit dem Feen-Dingens, da machen wir sowieso nie. Also sie schlägt, sie soll ja eh nicht viel hauen. Aber wenn sie dann, wenn sie mal haut, dann sowas machen kann, fände ich das ziemlich geil. Oh, immerhin 100. Echt? So viel? Puh, okay. Die Götze von Char. Die verkaufen wir besser nicht. Abgemacht. Das sieht doch viel geiler aus auch, ne? Echt, das passt doch viel besser zu dir. Ich such mal, wenn ich so einen Pilz finde. Ey, das sieht wirklich viel geiler aus, ne? Kleriker brauchen Trümmerwaffen. Ne? Wenn ihr Kleriker habt, gebt denen niemals Schwerter oder sowas. Nicht in D&D. Gib denen immer Trümmerwaffen. Das ist das, was die haben wollen. Oder Salamis. Salami, ey. Pala Aluve. Sieht auch krass aus. So. Was ist das hier eigentlich für ein Fach? Umhang. Mhm. Ja, okay. Umhang wäre noch ganz nett. Sie hat noch gar keine Ringe. Ich habe einmal, erhältst du 2 Züge lang Angriffs. Achso, das ist der Segen, ja. Aber irgendwie geht das auch, wenn sie geheilt wird, oder? Aber sie heilt sich ja auch selber. Ne, das behalt mal ruhig. Ach, den haben wir auch noch. Okay. Bibberbang, ja genau. Natürlich war es Bibberbang. Bibberbang, Bibberbang. Gut, das haben wir durch, das haben wir durch, das haben wir durch. Wir sollen nochmal hier in dieses Rauchpulver-Dingen hin, oder?
Unterirdisch? Ich habe das nicht gesehen. Wir gehen mal dahin. Jetzt ist schon wieder alles völlig durcheinander hier. So. Das ist geil. Hauptsache, du bist oben. So. Das ist eher hier so, ne? Warte mal. Oder? Wo ist das? Nein, 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 es ist nicht. Es ist hier irgendwo. Dann ist das hier in der Hütte. Alter, die Steuerung hier. Wo seid ihr? Nein, es ist auch nicht. Es ist auch nicht. So, pass auf. Oh Gott, ey. Wo soll das sein? Komm mal hier hin. Da gucken wir mal kurz rein. Super. Nee, das ist in der... Das ist in der Schmiede. Ja. Da. Wo ist das? Wo ist das? Alter, nee, das ist hier unten lang, oder? Ja. Das ist einmal hier lang. Dann wird es wahrscheinlich da durchgehen. Hier? Die Dinger hier? Might be useful. Ernsthaft, ne? Tatsächlich, das war's. Ja, okay. Geh mal ein bisschen hier durch die... Ob hier noch irgendwas ist. Nope. Gut, das war der Rauchvorrat. Es ist immer noch vergiftet. Sehr schön. Gut, jetzt ist das weg. Und das Versteck ist auch weg. Jetzt haben wir auch hier alles weg. Hier war die Schmiede. Die Schmiede bleibt Schmiede. Und warum das hier immer noch angezeigt wird, weiß ich nicht. Vielleicht wegen dem kleinen Miniaturschätzkistchen da, ne? Aber egal. Hoppala. Da ist mir gerade OBS abgeschmiert. Das tut mir leid. Wo waren wir? Achso, ja. Das ist wahrscheinlich das kleine Kästchen. Und deswegen gehen wir jetzt mal zum Susebaum zurück, glaube ich. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier hingehen. Was suchen wir jetzt überhaupt? Wir reden jetzt Richtung zerstörter Turm, alles klar. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich besser von da aus. Kann man hier langlaufen? Nee, hier kann man nicht lang. Wir müssen... Wie kommen wir denn da lang? Müssen wir wirklich hier außen rum? Dann gehen wir lieber hier hin. Jo. Muss man überlegen. Wo sind wir jetzt? Hier, da. Alles klar. Kommen wir da lang? Kommen wir hier irgendwie rein, raus?
diese verschlungenen Pfade hier, ne? Auch irre. So, da war das Schwert im Stein, ne? Mhm. Puh, okay. Pass auf. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Hier müssen wir wieder alles ein bisschen einsammeln, weil hier waren wir noch nicht. Sieht man mal ganz gut da dran, ne, dass wir hier den ganzen Pilz noch haben. Bulli-Wuck-Trompete. Kommen wir hier rüber. Schafft ihr das mit... Nein, schafft ihr nicht. Okay. Was ist das hier für ein Abgrund? Fehlt nur, dass der Stein abbricht, wenn wir da drüber laufen. So, ne? So, kommt mit. Kommt bitte mit. Oh Gott, ey. How delicious. What's next, I wonder? Okay. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ist das bescheuert. Aber wie kommen wir da hin? Wie kommen wir denn da hin? Wir können hier nicht lang, wir können da nicht lang. Hier können wir auch nicht lang. Wie kommen wir? Wir müssen nochmal hier hin. In der Hoffnung, dass wir dann einen von diesen Wegen da nehmen können. Also nochmal zurück. Wo war das hier? Das ist die falsche. So, dich will ich haben. All's well that ends. Not as bad as it could have. Kommt ihr jetzt mal hinterher, alle? Gut. Also, wir müssen irgendwie dahin kommen. Aber wie geht das? Wie kommen wir da hin? Vielleicht doch hier unten lang? Guck mal, da geht's da so. Da so. Meine Güte. Geh nochmal hier hoch. Wie kommt man da hin? Kann man hier irgendwo klettern? Nö. Da, den Weg hätte ich gerne gefunden. Kann man auf der anderen Seite vom Tempel raus? Kann man auf die andere Seite raus? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Hier war der Eingang. Warte mal, was ist das denn hier? Ne, es ist schon wieder der Ausgang hier, der normale Ausgang. Kann man hier runterspringen? Guck mal, hier ist doch ein... Hier ist ein Loch im Fenster. Also, das heißt Loch im Fenster, aber... Ey, das muss man auch erstmal sehen hier, ne? Komm mal her. Oh, Manometer.
Oh, bitte. Hast du deinen Sprengschutz an da? Hopf mal bitte hier runter. Ich will mal wissen, ob hier was ist. Nein, sieht nicht so aus. Gut, können wir wieder hier lang laufen. So, und jetzt gehen wir... Oh, was denn da? Versteinerte Draw. Oh, siehst du, endlich mal was Neues. Hopp. Kommt ihr alle mit? Eins, zwei, drei. Jo. Runter hier. Das war jetzt mal ein Gesuche, ey. Wackelstelz. Warte mal, war das das Ding, was ich mitnehmen soll? Wackelstelz? Hieß ja nicht auch irgendwie Stelz? Edelstelz. Edelstelz. Den sehe ich gar nicht, oder? Haben wir was zum Entsteinern? Fleisch zu Stein haben wir nicht, ne? Können wir auch nicht helfen. Weil ich nicht... Oh. Ist das ein Basilisk oder sowas? Oder die Medusa? Ach. Du Scheiße. Betrachter. Ich bin nicht überrascht. Ein Beobachter. Ist der hier Beobachter? Okay. Schon ziemlich nice aus. Okay. Überhaupt nicht stark. Der kann ja gar nichts. Das kann ja nicht angehen. Normalerweise sind die zumindest mega intelligent. Okay, das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da gleich kommen mag. Aber nichtsdestotrotz. Naja, doch. Eine Viertelstunde haben wir ja eigentlich noch, mehr oder weniger, ne? Was macht der für Sachen? Der wird üble Sachen machen. 118. Wann ist der Rest eigentlich dran? Ja, geht noch so einigermaßen. Ich könnte mich jetzt unsichtbar machen. Bringt aber nichts. Ich muss angreifen, damit meine Freunde hier... wir wollen am besten umwerfen. Geht das überhaupt? Bin mir nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Oh, er ist betäubt. Das ist ja super. Er ist für eine Runde betäubt. Okay. Dann gehen wir hinter ihn. Ich habe gar nicht geguckt, gegen was er so Resistenz ist. Er hat gar keine Resistenzen. Für nichts. Die sind alle überrascht und kommen nicht dran. Aber er ist... Moment mal. Ach so, ich dachte gerade, die anderen wachen jetzt auch alle auf, weil die versteinerten. Ich bin als erster dran. Mal wieder... So muss. So muss. Hau zu.
Gott, oh Gott, oh Gott. Wanken, hau zu! Betäuben, hau zu! Oh, eigentlich haben wir dem ganz gut eingeschenkt, ne? Lizelle ist mal wieder die letzte, es ist so. Quatsch. Kannst du irgendwo hin, wo man dich nicht sieht? Jetzt kannst du nicht mehr schießen, ne? Doch, kannst du. Nice. Nice. Warum kannst du eigentlich so wenig laufen? Das ist echt übel. Du könntest mal kurz gleißenden Schaden machen. Sollte klappen, oder? Okay. Let's get going. Noch ein Amulett. Also wir kriegen hier nur Amulette. Verwundender Strahl. I'm so tired. Pack mal aus. Ja, ja. Maul nicht rum. So, was ist das jetzt wieder? Ein Nekromantie-Zauber. Verängstigt das Ziel. Und was ist das? Nekrotisch. Tja. Eindeutig zu viele Amulette. Ja. Eindeutig zu viele Amulette. Aber gut, hier scheint es wohl weiterzugehen, wa? Fackelstelz, Fackelstelz. Auf die habe ich gar nicht geachtet, gerade mal ganz nebenbei. Die machen wir mal kurz weg. Sieh meine an. Eine Draw-Kapuze. Ich weiß es nicht, wir nehmen sie mit. Ich könnte jetzt die ganzen versteinerten Draws hier kaputt schlagen. Aber ich tue es nicht. Wäre irgendwie nicht nett. Wieso stinkt das hier so? Entlüftung. Mhm. Und hier haben wir ein paar, die können wir nochmal befragen. Aber nicht mehr heute. Das machen wir morgen. Hier geht es offensichtlich weiter. Und da ist offensichtlich eine Burg. Und da ist offensichtlich was ganz Verrücktes. Okay. Das war unser erster Betrachter. Ziemlich unspektakulär. Bis morgen. Tschüss.